So, hallo, herzlich willkommen und guten Abend im Filmmuseum. Heute ein weiterer Film in der Reihe zum deutschen Nachkriegskino 1949 bis 63. Ein Film, der sozusagen am Ende dieser Phase steht, 1963, und auch so ein interessantes Scharnier bildet. Vorab, gleich bevor ich es vergesse, haben wir jetzt öfters nicht darauf hingewiesen. Es sind ja auch viele Vorfilme im Programm, die in dem Fall ist es von Franz Schöms ein Film, den einsamen Allen. Franz Schöms, der war Maler und Filmemacher, und der Nachlass ist hier im Deutschen Filminstitut hinterlegt von ihm. Und 1996 gab es auch eine große Ausstellung mit seinen Werken. Und ja, das ist ganz gut als Einstieg, weil der Film auch, also der Kurzfilm auch relativ abstrakt ist und von der Malerei beeinflusst. Und das führt dann ganz gut zum Hauptfilm hin von Rolf Thiele. Rolf Thiele ist ein interessanter Fall, weil es seinem Werk eine starke Kontinuität gibt. Er hat von 1951 bis 1977, also in 26 Jahren, 42 Regiearbeiten vorgelegt. Er hat teilweise drei Filme im Jahr gedreht und eben auch weitergedreht in der zweiten Hälfte der 60er Jahre bis in die 70er hinein, fast immer noch jährlich Filme, während ja viele andere Regisseure, die wir bei dieser Show vorstellen, wir haben es bei zum Beispiel bei Helmut Keutner oder Wolfgang Staudte, wo das ja auch thematisiert ist, dann oft die Karrieren in den 60er Jahren mit dem Niedergang des kommerziellen deutschen, also der deutschen Filmindustrie, und gleichzeitig durch das Verdikt auch der Oberhausener und der Installation der Filmförderung einige Karrieren dann wirklich, Kinokarrieren zumindest, beendet waren und Leute wie Keutner oder Staudte nur noch im Fernsehen Filme machen konnten. Bei Rolf Thiele verhält es sich anders. Da ist wirklich eine direkte Kontinuität von den Anfang der 50er bis Ende der 70er Jahre. Er dreht weiterhin Filme, was wohl auch ganz klar daran liegt, dass er anders als die anderen sehr viel stärker dem kommerziellen Kino zugewandt war und sozusagen in seinen besten Werken und in seiner stärksten Phase Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre so eine Art Avantgardist im Kommerzkino war. Aber eben nie sich gescheut hat, ganz ausdrücklich auch kommerzielle Filme zu machen, und deswegen konnte er eben auch dann weiterhin Filme machen. Er hat angefangen, also es ist 1918, Thiele, Jahrgang 1918, und er hat bereits dann in seinen späten 20er Jahren zusammen mit seinem Studienfreund Hans Abich die Filmaufbau GmbH Göttingen gegründet. War zunächst zusammen die beiden als Produzenten tätig. Sie haben unter anderem von Lieben einer, Liebe 1947, Liebe 47 produziert und auch Nachtwache, der hier letzten Mittwoch lief. Thiele hat sich dann sehr schnell der Regie zugewandt, während Abich weiterhin Produzent blieb und auch viele Thiele-Filme dann später produziert hat, aber auch zum Beispiel Filme wie Rose Bernd oder Der gläserne Turm, die hier schon zu sehen waren jetzt in der Show, ja, gehen auch auf das Konto dann von Abich. Und ja, Thiele, der hat 1951 dann sein Regiedebüt abgeliefert, Primanerinnen, in dem Ingrid André und Walter Giller zum ersten Mal in Hauptrollen zu sehen waren. Und dann geht es auch wirklich schon schnell los im jährlichen Takt und ab Mitte der 50er Jahre mit 2 bis 3 Filmen pro Jahr bei Thiele. Und es ist dann eigentlich alles dabei, was so der kommerzielle Mainstream der Zeit hergibt. Es sind oft suffisante gesellschaftskritische Satiren. Also er hat immer so eine Vorliebe gehabt, ja, für Filme, die die Doppelmoral auch der Zeit, der Witzverschwung der Jahre aufs Korn nehmen. Später hat sich das bei ihm dann stark in Richtung Klamauk verlagert. Also er hat auch nie, ja, war da nie, hat er keine Berührungsängste und hat sich dann später auch, ja, immer wieder der Komödie zugewandt, und das lief aber dann, das was am Anfang oft gesellschaftskritisch und spitzzüngig, suffisant war, ist dann später oft stark in den Klamauk abgeglitten. Er hat mit Nadja Tiller zusammen, also ist ein einziger großer bekannter Film eigentlich jetzt in der gängigen Geschichtsschreibung, ist er das Mädchen Rosemarie von 1958. Und mit Nadja Tiller hat er dann tatsächlich auch 11 Filme in der Hauptrolle inszeniert, hat dann vor allem eben ab 58 mit Rosemarie, danach dann bis Mitte der 60er Jahre fast jedes Jahr einen Film mit ihr gemacht. Und es waren dann auch in dieser Zeit, das ist eigentlich die produktivste und auch interessanteste Phase der Karriere von Rolf Thiele, zwischen den späten 50er und Mitte der 60er Jahre, da hat er vor allem auch viele Literaturverfilmungen. Er hat Stoffe von Friedrich Dürrenmatt, Grieche sucht Griechin mit Heinz Rühmann. Er hat von Thomas Mann 2 Romane verfilmt, Welsungenblut und Tonino Gröger. Er hat von Frank Wedekind Lulu, auch mit Nadja Tiller wieder in der Hauptrolle, verfilmt, oder von Kurt Götz, Der Lügner und die Nonne. Ja, gerade in dieser Phase merkt man auch dann, das geht auch zum Beispiel Labyrinth von 59, der in der Auswahl in Locarno lief, bis hin zu 63, zu Venusberg. Gerade da merkt man, dass er vor allem auch ein Regisseur ist, der visuell Neues ausprobieren wollte, der zum Beispiel mit Bele Bachem bei Die Halbzarte zusammengearbeitet hat, ein Film mit Romy Schneider, wo dann Bele Bachem die
vor allem für ihre Vorspanngestaltungen bekannt war, dann auch die Dekors entworfen hat und wo einen, ja, nach seiner Aussage wollte er dann eine ganz neue Art von Farbfilm kreieren. Man merkt, dass seine ästhetischen Ambitionen auch in der Zusammenarbeit mit Wolf Wirth, mit dem, der hat zum ersten Mal 1954 bei einem Film, dem Film Sie, als Kameraassistent bei Thiele gearbeitet und ist dann später ab Ende der 50er Jahre quasi der Chefkameramann und fast bei den meisten Filmen von Thiele oder immer wieder mit ihm zusammengearbeitet. Da ist jetzt wirklich der interessante Punkt, dass Wolf Wirth gleichzeitig ein maßgeblicher Kameramann des jungen deutschen Films war, des neuen deutschen Films und ein Unterzeichner des Oberhausener Manifests. Und da kreuzen sich gewissermaßen die Wege, weil Wirth hat maßgeblich zum Beispiel Filme wie Tobi von Poland, Das Brot der frühen Jahre von Wesely, Brutalitäten Stein von Kluge, Madeleine Madeleine von Christel oder Tätowierung von Schaf geprägt durch seinen visuellen Stil, während er gleichzeitig parallel dann auch immer bei Rolf Thiele Regie geführt hatte. Und Rolf Thiele eigentlich dann doch ein klassischer Vertreter der alten Filmindustrie war. Zum Beispiel Rainer Knepper gestern in einem Text mal die These eröffnet, dass der neue deutsche Film deswegen gerade Thiele ganz besonders verachtet hat, weil man auch die Verwechslung ein bisschen fürchtete durch den, ja, diesen Stilwillen, den Thiele hatte und auch natürlich der geprägt wurde auch von Wolf Wirth maßgeblich. Und na, wenn man sich da schon den gleichen Kameramann teilt, ist natürlich, ja, gibt es gewisse Konflikte vorprogrammiert. Ja, in Venusberg ist das was Thiele seit Labyrinth ausprobiert, quasi auf die Spitze getrieben, also ein rigoroser Ästhetizismus. Der Titel ist erstmal ein schneebedeckter Hügel, auf dem eine Ferienvilla steht, zu der ein Frauenarzt 7 Frauen einlädt und eigentlich, während er selbst dann eigentlich erstmal gar nicht auftaucht. Und es geht dann eigentlich darum, dass diese 7 Frauen in dieser Villa auf ihn warten und sich da austauschen und Projektionen austauschen, dass sie darüber reden, was in welcher Beziehung zu ihm stehen, sie untereinander stehen. Und in diesem Geflecht, also es ist eine Mischung aus Psychogramm, Drama, Problemfilm, Thriller, es ist eine Komödie, hat auch Horrorfilmelemente. Es ist eine recht krude Mischung erstmal, aber es ist auch ein Film, der sich da gar nicht so sehr dafür interessiert, jetzt inhaltlich oder einen klaren Plot irgendwie oder eine klare Dramaturgie zu aufzubauen, sondern es ist vor allem eben ein Film, der sich ganz rigoros in einem Ästhetizismus hingibt. Und das ist natürlich immer so eine Sache bei diesen extremen Formalisten. Bei Thiele ist es halt, aber bei diesem Film ist es so, dass es sozusagen, man muss sich ein bisschen wie ein Puppenhausfilm vorstellen, in der mit geisterhafter Präsenz dann Figuren wandeln. Es ist wie ein Schattenspiel, es verwischt alles. Es ist ein Film, der wirklich dann ganz visuell gedacht ist und der einen unglaublichen Einfallsreichtum da eben in der Kameraarbeit auch beweist und was eben die Farbgestaltung, die ist ein Schwarz-Weiß-Film, die Schattengestaltung, Lichtgestaltung, die Kontraste angeht, wie er Figuren filmt durch Spiegelungen, durch Schlieren hindurch, durch Scheiben, durch die Décadrage. Also es ist ein Film, der wahnsinnig experimentiert mit den Möglichkeiten, Architektur und Menschen, Objekte, alles Mögliche einzufangen, zu gestalten, zu formen. Und da ist er dann wirklich, da kommt Thiele dann endgültig zu sich und diesen Stil, den er da von Ende der 50er Jahre bis Anfang der 60er Jahre entwickelt, ist bei diesem Film dann in der letzten Konsequenz sozusagen zum Ausdruck gebracht. Man kann sagen, es gibt ja diesen berühmten Ausspruch von François Truffaut, dass Film vor allem sei, schöne Frauen schöne Dinge machen zu lassen. Und ja, Venusberg von Rolf Thiele ist wahrscheinlich ein Film, der wie wenige andere diesen Ausspruch zu ihrer Prämisse gemacht haben. Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Vergnügen.